Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Haul von uns. Wocheneinkauf für Großfamilie. Wir waren bei Aldi und Lidl. Im Hintergrund raschelt Isabel, die muss ein bisschen die Eisschublade aufräumen, damit wir da neues Eis halt reinpacken können. Da ist noch altes Eis, das keiner mehr isst. Ja, wir waren, das Capri-Sonne ist eigentlich neu. Das will ich auch gleich essen. Ach so, das will sie gleich essen, alles klar. Wir waren, wie ich schon gesagt habe, bei Aldi und Lidl. Bei Aldi wollte ich eigentlich ganz wenig nur. Dabei habe ich bei Aldi viel mehr gekauft als bei Lidl. Zu Lidl wollte ich nur eigentlich wegen Hosen für Raphael. Und die hatten keine. Ich habe zum Glück noch bei Aldi welche gesehen. Ihr kauft da eine und da eine. Vergleichen, ne, kann man gut. Geht ja nicht. Bei Lidl gab es keine und bei Aldi gab es nur die eine. Aber die zeige ich euch gleich. Was ich noch gekauft habe für 2,29 € bei Aldi, nee, Lidl, die Rosen, die buddel ich entweder in Töpfe ein, aber die kann man eigentlich auch gut in die Erde. Meine Mama sagt, oh, die duftet sogar, die hat ihre auch bei Aldi oder Lidl gekauft. So, dann Rucola für den Salat. Dann habe ich hier Tee, Earl Grey, russischen Style, also was ist da jetzt alles drin, weiß ich gar nicht. Mit Orangenschalen und Kornblumenblüten, also so ein schwarzer Tee mit Schmackes mitgenommen. Dann hat Isabel, keine Ahnung wann die eingepackt hat, auf jeden Fall wieder ihre Maiswaffeln. Die beiden Sachen gab's geschonkt. Das hier und oder Schlagsahne und dann hier Katzenfutter und die hier auch. Wieder, letzte Woche war ja schon und diese Woche auch gab es die gratis dazu. Genau. Und dann haben wir Radieschen mitgenommen. Ich möchte wieder Akroschka machen. Dann haben wir Brot gekauft. Genau, Brot. Ich habe eine. Nicht so viel altes Eis drin. Oder? Nee, ne? Was meckert der Papa immer? Eine Packung Mehl, eine Gurke, ein paar Kartoffeln und Mais. Ich liebe Mais. Ich koche mir den noch nachher. Hier ist schon ziemlich viel Eis drin. So. Trotzdem, lass es mal. Für Christian, das sind so kleine Portionchen Thunfisch. Und für mich, ich wollte nicht, ich habe für den Sommer jetzt so diese Rippchops mitgenommen. Eine Packung. Genau. Mach mal die Schublade zu. Genau. Und dann haben wir, das wollte Raffi unbedingt haben. Mama kaufen. Ja gut, Mama kaufen. Eis. Meloneneis und so ein Eis. Die Mini-Variante von diesen Pirulos, ne? Die sind sehr gut. Genau. Eis haben wir auch nicht mehr, ne? Wir haben nur die. Dann habe ich Fleisch mitgenommen. Falls wir grillen wieder die Tage, das lege ich dann selber ein, ne? Einmal so Puttenschnitzel und einmal Hähnchenbrustfilet Familienpackung. Und Isi hat noch eingepackt, das sind jetzt 4 Stück Kinderpingui und 5 Milchschnitte drin. Das ist mitgekommen. Honigmelone. Dann sind bei Aldi, ne? Arizona, genau. Bei Aldi sind diese 0,5 Flaschen im Angebot auch. Ich habe 6er jetzt die Sorte mitgenommen und 6er Pfirsich. Dann, also wenn ich bei Aldi bin, müssen unbedingt diese Brötchen mit. Die sind so lecker. Die haben wirklich alle möglichen Körner drin und ein bisschen Käse. Total lecker. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4 Nektarinen mit eingepackt. Und ich bin gespannt, was das ist. Wir haben noch irgendwo eine davon, ne? Da. Keine Ahnung. Schoko-Smoothie-Bowl. Dann haben wir noch mal so eine in Erdbeer-Himbeer und einmal Spirulina-Ananas, was auch immer Spirulina heißt. Keine Ahnung.
weiß ich nicht. Sie wollte das ausprobieren. Ralfi meinte, seine Lieblingskekse sind alle, habe ich jetzt zwei mitgenommen. Dann Marmelade, einmal Kirsche und einmal Erdbeere. Einmal so eine süße Honigflasche. Milka muss jedes Mal mit. Haben wir gerade heute wieder leeres Glas weggepackt. Ne? Ja, dann logischerweise ein paar Gummibärchen. Und was wir noch mitgenommen haben, sind auf jeden Fall die hier. Das ist deutlich praktischer, als ein riesen Glas aufzumachen. Wenn wir jetzt Kartoffelpuffer oder sowas oder Pfannkuchen oder ne, einmal so eine aufmachen, ist immer noch besser, als wenn du ein Glas aufmachst und der bleibt dann irgendwie die Hälfte stehen. Einmal Apfel, einmal Apfelbirne, das ist so Fruchtmark, steht hier drauf. Und von Apfel habe ich noch eine tatsächlich. Und Apfelaprikose habe ich auch welche. Und die müssen nicht in den Kühlschrank, die können so einfach jetzt irgendwo stehen bleiben. Ja, es geht weiter. Ja, so ist besser. Genau, hier ist weiter. Aldi. Ich habe jetzt die hier mitgenommen, Löffelbiskuits. Ich möchte demnächst mal wieder sowas wie Tiramisu machen. Drei Gläser Würstchen. Diese leckeren, die sind wirklich lecker, muss ich sagen. Also Geflügelwürstchen von Aldi, die sind wirklich sehr gut. Und wir haben letztens gerade erst Hot Dogs gegessen, also aufgebraucht. Ein paar Bananen. Die müssen immer grün sein, wenn ich die kaufe, weil sonst, ja, die werden einfach zu schnell braun. Ne? Und dann hat Isi, die andere muss hier drin, glaube ich, sein, ne? Oder in der anderen. Keine Ahnung, zeige ich. Eiskugelform hat sie mitgenommen bei Aldi. Ne, die haben so ganz normale Eiswürfel, langweilig. Jetzt hat sie so eine Eiskugelform mitgenommen. Dann war im Angebot zwar gleich große Packungen, 12 Stück, Stick-Ups in normal und in schwarz. Also das muss auch noch in den Gefrierschrank. Ich habe Ofenbackfisch mitgenommen und Knusperfilets mit Edamer-Käse und Kräutern. Mamsel hat noch die hier mitgenommen, diese Quetscheistüten. Ich habe dreimal Creme Leicht, das ist ja wie Schmand, ne? Heute ein bisschen leichter, mitgenommen. Dann Wurstaufschnitt, also in diesen verschiedenen Sorten gibt es die wirklich bei Aldi und Kaufland, sonst nicht wirklich. Curry und Paprikamantel, also Puttenbrust, Hähnchenbrust, Puttenbrust in diesen Mantel. Geht wirklich schnell bei uns weg. Dann habe ich zum Grillen, die sind ganz neu, süß, dachte ich, probieren wir mal. Würstchen, Geflügelbratwurst, einmal grob und einmal fein. Das kommt in den Kühlschrank, wenn wir die nächstes Mal grillen. Dann, natürlich, wenn wir bei Aldi sind, muss das mit. Das ist wie Fleischwurst, nur halt in solchen kleinen Dingerchen drin. Super praktisch für die Schule zum Mitnehmen. Und Isi hat diesmal gleich drei Packungen gegrabbelt, weil die sie einfach so was von lecker findet. So zwischendurch mal zum Snacken. Die hier. Ne, Reingeflügel, Mini-Salami. Die sind sehr gut. Dann Isi gleich als erstes Käse. Wir brauchen Käse. Ganz normalen Käse halt. Ne? Also haben wir jetzt Gouda mitgenommen. Dann habe ich ein paar verschiedene, habe ich alles verbraucht. Gestern auch für die Pizza. Reibekäse, einmal Mozzarella, einmal hier Light und einmal natürlich, das muss auch mit, den gibt es auch eigentlich fast nur bei Aldi, Cheddar. Dann, das habe ich gestern verbraucht, ne, die Puttenbrust, die geräucherte, die wir immer auf die Pizza drauf machen. Und Joghurt brauche ich gleich für die Soße. Und dann haben wir jetzt nur noch eine leichte Tasche, da ist wirklich noch nicht viel drin. Da ist tatsächlich diese Hose, die ich für Ralfi mitgenommen habe. Er braucht mittlerweile ja M, weil er eben über 1,75 groß ist.
Ich habe jetzt die in Blau, da gab es auch keine anderen mehr. Alles so schnell weg. Dann haben wir jetzt verbraucht auch wieder mal Hotdog-Brötchen. Habe ich gleich nachgekauft. Dann habe ich zweimal mitgenommen meine Lieblingsdinkelbrötchen. Ich muss sagen, bei Kaufland gibt es die und bei Rewe, die mag ich da nicht. Diese schmecken mir mehr. Dann habe ich auch, egal wer davon den Jungs die jetzt nimmt, ob die sich das teilen oder nur Rafi kriegt, solche Achselhemden, also so steht hier Beach Tank Top, ne? Also den habe ich mitgenommen, die Packung. Und was ich wichtig fand, Isi hat die entdeckt, diese Deckel, Silikondeckel. Die sind perfekt für zum Beispiel aufgemachte Dose mit Joghurt. Ne, Becher. Genauso richtig groß. Oder Buttermilch. Ich kann nicht immer ja gleich halben Liter Buttermilch verbrauchen. Und dann steht das so und kann auskippen. So. Und hier, diese Deckel sind so praktisch. 49 Cent das Stück bei Aldi. Ich habe gleich 3 Stück mitgenommen. So süß. Ja, und dann noch Wasser. Ansonsten haben wir wirklich nichts mehr. Das ist auch alles. Das war jetzt ein Wocheneinkauf für unsere Familie. Es kann sein, oder höchstwahrscheinlich muss ich Freitag nochmal eben ein paar frische Sachen. Ich habe jetzt nicht so viel Obst und Gemüse eingekauft, weil ich noch verbrauchen möchte, was da ist. Aber auf jeden Fall zum Wochenende brauchen wir dann Frisches. Da gehe ich nochmal, vielleicht auch nur bei uns bei Edeka hier, weiß ich noch nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich bei Lidl nicht viel eingekauft, aber doch einiges wieder mit der App auch gratis gekriegt oder günstiger. Ja, wir räumen das jetzt weg und dann werde ich kochen, aber das geht dann im normalen, regulären Vlog weiter. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wie immer, Daumen hoch. Wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.